Ja, also, wie die Stimmung in der Partei ist. Ja, schauen Sie, wir haben die Entscheidung gestern getroffen und es ist das Misstrauen ausgesprochen worden. Und damit ist jetzt der Ball beim Bundespräsidenten. Und ich glaube, verfassungsrechtlich ist das einfach so. Und jetzt hat der Bundespräsident die Zeit und soll sich auch die Zeit nehmen, um einen Vorschlag zu machen. Und das ist das, was jetzt passiert. Also das heißt, der Ball liegt jetzt beim Bundespräsidenten. Das war eine Antwort, aber nicht auf meine Frage. Wie ist die Stimmung in der SPÖ? Die Stimmung ist einfach eine gute Stimmung. Also wir haben diese Entscheidung einstimmig beschlossen und jetzt warten wir einfach ab, was vom Bundespräsidenten kommt. Was wird denn heute in der Präsidiumssitzung besprochen werden? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen, weil ich jetzt auf dem Weg dorthin bin. Danke. Welche Änderungen stehen für die SPÖ an? Wir sind gerade dabei, natürlich den Wahlkampf vorzubereiten. Mit dem Team, das jetzt da besteht, oder mit anderer Unterstützung? Schauen Sie, ich kann Ihnen jetzt nichts vorwegnehmen. Das ist etwas, was das Präsidium beschließt. Und geben Sie uns einmal die Möglichkeit zu beraten.